Durch die Klimaerwärmung wachsen bei uns inzwischen viele tropische Pflanzen. Man findet Palmen, die in den Städten wunderbar gedeihen und auch den milden Winter ohne Probleme überleben. In manchen Gärten gibt es Mammutbäume oder Tropenfarne. In dem Garten von Andreas Nixdorf in Erkrath wachsen seit 5 Jahren sogar Bananenbäume. Und jetzt tragen sie zum ersten Mal Früchte. Die Bananen sind zwar erst fingergroß, aber trotzdem sein ganzer Stolz. Andreas Nixdorf hegt und pflegt die Pflanzen, die sonst im Freien nur bei Mittelmeerklima oder in den Tropen gedeihen, mit viel Hingabe. Für ihn ist das Ganze eine kleine Sensation. Das Besondere an dieser Banane ist, dass sie das ganze Jahr über im Freien wächst. Normalerweise kennt man Bananen aus Gewächshäusern oder von Häuserwänden, wo irgendwelche Bananen angepflanzt werden, durch die Restwärme des Hauses dann natürlich gedeihen. Aber selbst dann muss diese Banane ja noch abgedeckt werden wegen des Frosts. Ja, und das mache ich hier nicht. Schauen Sie mal hier. Überall, das sind noch Froststellen vom Winter. Eigentlich sind sie ganz pflegeleicht, sagt Andreas Nixdorf, solange sie 20 Liter Wasser am Tag bekommen und das sogenannte Herz des Stammes nicht erfriert. Im Winter schütze ich die Bananen ganz einfach mit diesem Rosenvlies. Schauen Sie mal, diese Banane ist wunderschön saftig und grün an der Seite. Und in der Mitte, die Banane wächst ja von innen, darf einfach kein Frost rankommen. Ist nicht schlimm, wenn 1 oder 2 Schichten abfrieren. Hauptsache die Mitte, die bleibt saftig. Ich nehme mal ganz einfach dieses Rosenvlies hier, wickel das dann einfach hier drum, ganz normal. Knote das dann mit einer normalen Kordel fest. Und das reicht eigentlich als Winterschutz. Jetzt sieht es nach der ersten Ernte aus. Und zwar in 100 Tagen. Das bezweifelt Geobotaniker Professor Rainer Lösch von der Düsseldorfer Uni. Dass Bananen im Freien bei uns wachsen, wie die japanische Faserbanane hier im Botanischen Garten der Uni, ist keine Seltenheit, sagt er. Dass sie Blüten und sogar Früchte bekommen, ist schon etwas Besonderes. Aber diese Früchte werden nicht zur Reife kommen, sodass man sie ernten und essen kann. Dazu brauchen sie für ihre Reife zu lange. Da kommt der nächste Winter. Zu früh, wenn auch mit weniger kalten, aber doch tiefen Temperaturen, sodass die Staude dann absterben wird. Zwar wird es in Deutschland immer wärmer, in den vergangenen 100 Jahren um 1 Grad, doch Bananenplantagen im Rheinland, die wird es wohl so schnell nicht geben. Es sind Zierpflanzen in Vorgärten, die sich über viele Jahre halten können als Einzelpflanzen, die aber bei einem immer wieder mal auftretenden Extremwinter auch total absterben können. Doch egal, was die Wissenschaft sagt, Andreas Nixdorf umhegt unbeirrt seine grünen Schätzchen und ist fest entschlossen, sich die eigenen Bananen schmecken zu lassen, und zwar in 100 Tagen. Ja, und den Termin, den notieren wir. Wenn es klappt, sind wir bei der Kostprobe dabei. Und welche tropischen Pflanzen wachsen bei Ihnen im Garten oder in Ihrer Nähe? Sagen Sie es uns, vielleicht kommen wir mit einem Kamerateam vorbei. Unsere Adresse ist die Lokalzeit aus Düsseldorf, Stromstraße 24 in 40221 Düsseldorf und die E-Mail-Adresse lokalzeit.düsseldorf@wdr.de.